Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute in dem Video soll es wieder um die Bewerbung für Colleges in den USA gehen. Ich habe da mal vor 3 Jahren, glaube ich, 2 oder 3 Jahren ein Video hochgeladen, wo ich den Prozess genau erklärt habe. Und ich kriege bis heute fast täglich entweder Kommentare oder Nachrichten auf Instagram oder Leute e-mailen mir auch mit Fragen, was ich total super finde, weil ich beantworte die Fragen gerne so gut ich kann, um euch da ein bisschen weiterzuhelfen. Und es war ja so, dass ich mich bei den Colleges beworben habe und die haben alle die Webseite Common App benutzt. Es gibt auch Colleges, die das nicht benutzen. Damit kenne ich mich dann persönlich leider nicht aus, weil alle Colleges, wo ich mich beworben habe, benutzen halt diese Webseite. Und eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist für die Bewerbung, ist der Common App Essay. Das ist ein Essay, wo es auch nicht wirklich eine Fragestellung oder sowas zu gibt, sondern man soll halt einfach einen Essay schreiben und der darf auch nicht... Ich glaube, das Maximum an Wörtern war so also 650 oder so. Das müsstet ihr nochmal nachschauen. Ich weiß nicht, ob sich das von Jahr zu Jahr ändert. Aber es muss halt so ein kurzer Essay sein, der über irgendwas sein soll, was euch betrifft, was euch verändert hat oder irgendwas, was euch wichtig ist. Das kann über egal was sein. Und ich würde euch da gerne jetzt meinen einfach vorlesen. Das ist auch was sehr Persönliches. Aber ich dachte, vielleicht hilft euch das, das einfach mal zu hören, wie so ein Essay aussehen kann. Und ich meine, ich wurde ja an einigen Unis angenommen, unter anderem dann bei Dartmouth, wo ich dann auch hingegangen bin. Und deswegen hat es ja anscheinend irgendwas gebracht und irgendjemandem hat dieser Essay gefallen. Deswegen dachte ich, ich lese euch den gleich einfach mal vor. Und dann zu diesem Hauptessay gibt es auch noch ein paar kürzere Fragen. Das ist von College zu College unterschiedlich. Es gibt aber häufig die gleichen Fragen und da habe ich auch immer die gleichen Essays dann reingeschickt. Das sind dann meistens so kürzere Essays, das sind vielleicht 150 Wörter oder so. Kommt dann wieder auf die Frage an. Aber als erstes wollte ich euch einfach mal den Essay vorlesen. Deswegen habe ich hier meinen Laptop schon. Und es ist so, dass ich meine Hard Drive verloren habe mit meinen Essays. Aber ich konnte es trotzdem noch finden von E-Mails. Weil eine ganz gute Sache ist, wenn man diesen Essay auch an Leute schickt, die einen kennen. Also mein Vater hat den gelesen. Ein Lehrer von mir hat den gelesen. Mein College Guidance Counselor, Freunde von mir, mein Onkel. Also alle möglichen. Weil es einfach gut ist, so viel wie möglich darauf Feedback zu bekommen, gerade weil der nicht so lang sein darf. Also, ich lese ihn euch jetzt einfach mal vor und danach kann ich euch noch ein bisschen drüber was erzählen. Los geht's. Und der ist natürlich auf Englisch, aber ich nehme mal an, wenn ihr euch an einem amerikanischen College bewerbt, dann ist euer Englisch hoffentlich schon mal recht gut. Es muss nicht perfekt sein, meins ist es immer noch nicht, aber ihr solltet es schon einigermaßen verstehen, was man auf Englisch sagt. Okay, los geht's. Oma! I shout before I fall in the grass, looking at the sky. Lie down with me, Oma. My grandma sighs as she lays next to me. I laugh, pointing at birds flying above. Stella, my grandparents' dog, wanders over and I pet her. Next to the small stable with our horses, my family chats cheerfully. I take my grandma's hand. Stop. I still remember the warm touch. Rewind. I tap the B button. The shortcut to trim a bit more of the scene with my grandma and my 5-year-old self. I want to stop at that specific second, that specific happy moment in the grass near my uncle's horses. Through film, I have found a medium which has allowed me to grow as a person, to hold on to memories of distant countries and beloved relatives, and to adopt my new country as my own. I've edited this movie for months now. I need to cut 8 hours of raw footage down to a 45 montage film I want to show my family on Christmas. The process is bittersweet. Editing my family's memories, I vividly recall moments from my childhood, people and places from what seems long ago. When we lived in Germany, visiting my grandparents' farm was a regular treat for my brother and me. My Oma baked cakes, Grandpa built wood projects, my uncle took us horseback riding. When I was 12, we moved to London for my father's new job. I still talked to my grandparents on the phone, but it was not the same. Moving hurt. And then I discovered film, a way to express myself as I lived in a new country, barely able to speak the language, trying to fit in. That new passion helped me even more when, at the end of 8th grade, we moved to New York City. Being even farther away from Germany and my grandparents was difficult, but I increasingly found happiness in film, expressing my sentiments, as well as my growing creative identity. In 11th grade, I enrolled in the 2-year IB film course, which helped me to expand my knowledge and skills. It was that year my father discovered old video cassettes from years earlier.
I needed to share. First, I organized the extensive footage chronologically, guessing at years based on faces and family events. Then the difficult part, cutting. I focused on funny or happy scenes with as many people as possible. The family project ended up also being a gift for me. I learned about trimming, transitions, sound, everything about producing film. In November 2014, I started my own YouTube channel and initially was scared to show myself on camera. That resulted in baking videos, without voiceovers. After positive feedback from subscribers, I gained confidence and started to upload videos on topics ranging from applying makeup to getting along with my younger brother. Now I have more than 50 videos online with 800 subscribers on YouTube and 6,600 followers on Instagram. For each 7-minute video, I plan for 30 minutes, film for 4 hours, and edit for another 4 hours. These efforts not only honed my technical skills, but also strengthened my passion for film as an art. Late at night, after finishing my homework, I edited my family film for months. I premiered it at Christmas last year to 15 relatives from Germany, New York, and Paris. 4 generations, speaking 3 languages, celebrating 1 holiday, and 40 minutes of film that brought laughter, sighs, and joy. All I could have hoped for. Best of all, was showing the film to many of the people in it, and to do so in my uncle's farmhouse, where many of the scenes took place. During my family's applause, I felt the warm touch of my Oma's hand. My grandfather smiled. It was a scene that will play in my heart on a continuous loop, never to be edited or lost. Genau, das war mein Essay. Und der Prozess, diesen Essay zu schreiben, hat so angefangen, dass unser Englischlehrer an der Schule, der hatte viel Erfahrung damit, solche Essays zu schreiben und natürlich als Englischlehrer generell Essays zu schreiben. Deswegen hat er sich mit jedem von uns hingesetzt und uns gefragt, was ist dir wichtig im Leben oder was sind Momente, die dein Leben verändert haben. Und für mich war in diesem Moment meine Familie sehr wichtig, ist mir heute auch immer noch, Film, weil mir das immer Spaß gemacht hat. Dann, was ich gesagt habe, was halt wirklich mich sehr verändert hat, ist Umziehen von Deutschland nach London und von London nach New York. Und deswegen wollte ich diese Sachen alle so ein bisschen zusammenbringen. Nach vielen verschiedenen Versionen von meinem Essay ist das am Ende bei rausgekommen. Und was ich halt schön finde, ist, dass es halt anfängt mit dieser Szene mit meiner Oma und wo ich dann auch darüber rede, dass ich ihre Hand fühle. Und der Essay endet dann auch wieder damit, was halt so ein Full Circle ist, was halt ganz schön ist. Und ansonsten habe ich halt probiert, meine Gefühle sehr da reinzubringen, aber auch so ein bisschen darüber zu reden, was mir das gebracht hat, diesen Familienfilm zu bearbeiten, dass ich halt viel über Film gelernt habe und solche Sachen. Und deswegen ist das am Ende bei rausgekommen und anscheinend hat das auch manchen Colleges gefallen, sonst wäre ich ja nicht angenommen worden. Aber was halt wirklich meine Tipps für diesen Essay sind, ist, schreibt nicht darüber, was ihr denkt, was die Colleges hören wollen, sondern schreibt wirklich über etwas, was euch etwas bedeutet. Und lasst einfach Leute das lesen, die euch kennen. Das will ich jetzt mal auf Englisch sagen. Like, they know what your voice sounds like. Also die wissen, wie eure innere Stimme klingt. Die kennen euch und die wissen, dass wenn etwas geschrieben ist, dass es nicht nach euch klingt. Was natürlich noch eine andere Sache ist, was ganz wichtig ist, schreibt den Essay auf jeden Fall selber. Und wie bereits gesagt, ich finde es auch wichtig, dass man anderen Leuten den Essay schreibt und die können euch auch Tipps geben. Aber schreibt den Essay bloß selber. Der soll von euch kommen, der soll von Herzen kommen. Und deswegen ist das super wichtig, dass nicht andere Leute den irgendwie schreiben. Das ist ganz, ganz schlecht. Aber ja, ich dachte, euch hilft vielleicht mal, so einen Essay zu hören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr noch mehr Fragen zu dem Essay-Prozess habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich sehe euch hoffentlich bald wieder. Hab euch alle ganz doll lieb und viel Glück bei euren Bewerbungen.